Moin Leute, ich habe tatsächlich den Ausgang gefunden. Das ist ja gar keiner. Mal sehen, was im Keller los ist. Ah, wunderbar. Das Versteck von Vincent dem Werwolf. Hält er sich für einen Superhelden? Sieht so aus. Sieht verdammt... Uiuiui. Sieht wirklich so aus. Kann ich ja nicht irgendwie was mitnehmen hier, sowas abstauben. Mein Inventar ist eh voll, aber egal, hätte sein können. Oh ja, da stehen sie schon alle auf. Nein, ich brauche das andere Schwert. Ich will ihn halt unbedingt heilen, weil ich meine, der Druide hat ja auch gesagt, dass man für die Heilung muss der Werwolf noch irgendwie im Innersten ein Mensch sein. Das heißt, dass er eventuell irgendwann kein Mensch mehr sein wird in seinem Innersten. Vermute ich jetzt einfach mal. Schlussfolgere ich. Von daher denke ich mal, es wäre besser, wenn wir den armen Vincent einfach von seinem Fluch erlösen. Nicht, dass er irgendwann noch Leute anfällt, die er eigentlich nicht anfallen will. So. Ich glaube, wenn wir die Quest abgeben, haben wir schon wieder ein Level up. Yeah, ist doch cool. Ah, dann geht's auch schon raus. Wunderherrlich. So. So, wo müssen wir denn jetzt lang? Ah, da ist er schon gerade da hinten. Wunderherrlich. Gehen wir zuerst zum Leuwarden und dann zur Triss. Was will der denn jetzt hier? Ach stimmt, die spawnen ja hier ab und an. Keine Angst, ich bin ja da. Ist bestimmt auch cool, ne? Wenn man dann so gerade ein paar Promille hat und dann auf einmal so ein Viech aus dem Boden gekrabbelt kommt. Am Trunkenbolde. So. Oben war der Kerl, wenn ich mich recht entsinne. Ah, das ist auch die Triss. Die kommt schon so auf mich zu. Okay. Die geht nur mir vorbei. Gehen wir zuerst zu ihm. Ja? Ich fand einen magischen Stein. Im Versteck der Salamander. Zeigt ihn, Triss. Die weiß über solche Dinge Bescheid. Ich dachte... Ich weiß nichts über Magie. Jetzt bin ich extra schon zu dir gerannt, ey. Meine Güte. Hexer. Zauberin. Ich fand einen magischen Stein bei einem Salamander. Interessant. Lass mal sehen. Geralt, das ist ein Telekommunikator. Er hinterlässt magische Spuren aller Sendungen. Oder... einfacher ausgedrückt? Mit etwas Glück können wir damit das Versteck der Salamandra finden. Yeah. Ah ja. Ich muss mit Leuwarden darüber sprechen. Bis später. Herzlichen vielen Dank. Kann ich jetzt schon mit dir reden? Nein, okay. Tja, wo gehen wir denn hin? Wir schlafen einfach gerade. Hier, machen wir das. An der Innenlevel ab. Kann ich euch... Ich brauche Ruhe. Ja. So, wunderherrlich. So. Was ist denn das? Ach, Stärke. Das könnten wir eigentlich auch mal machen.
Vitalität plus 100. Das ist auch gut. Das gefällt irgendwie. Ach, da sind auch noch plus 25 wieder, wo dabei kommen. Ah ja, okay. Holen wir das halt. Wo haben wir denn momentan? Weiß man nicht, ne? Und trotzdem mal das hier und jetzt mal noch Bronze. Was haben wir da noch Schönes? Verstärkung im Faustkampf herkommen, was soll's. Was für Stahlmarktgruppen hier irgendwie was. So. Ich hoffe, das reicht. Ah, wir haben aber doch ganz schön gut live jetzt wieder dazu bekommen, ey. Hat sich dann doch gelohnt, das Ding zu skillen. Muss ich ja doch sagen. Rittersporn, gerade schon gesagt, das ist jetzt jemand anderes. So, wo ist sie denn? Ach, die ist jetzt gar nicht mehr hier, oder was? Wir haben Neuigkeiten über die Salamandra. Gute Neuigkeiten für uns, hoffe ich. Leider nein. Ihr Einfluss reicht weiter, als wir dachten. Und ihr habt ein Angebot für mich. Warum der Sarkasmus? Die Salamandra haben starke politische Unterstützung. Weder städtische noch militärische Behörden ließen sich dazu bringen, gegen sie vorzugehen. Wie ist das möglich? Na wunderbar. Ich vermute, es hat mit den jüngsten verdächtigen Erlassen zu tun. Was habt ihr jetzt vor? Wir brauchen Unterstützung. Eine Armeeeinheit oder eine paramilitärische Truppe. Oder mich. Und was habe ich damit zu schaffen? Wir möchten, dass ihr mit unseren potenziellen Verbündeten verhandelt. Potenzielle Verbündete? Wer schwebt euch denn so vor? Wer schwebt euch denn so vor? Die Salamandra haben etliche Leute verärgert. Die Skoyatel, den Orden der Flammenrose. Also zwei Extremisten, na ganz toll. Mal sehen, was sich machen lässt. Wenn ihr Erfolg habt, treffen wir sie hier. Ja? Ich hab schon gedacht, dass ich muss jetzt wieder hier mit dem reden, aber nein. Ich weiß nicht, sollen wir mit den Elfen oder mit dem aus der Flammenrose? Ich habe mich ja mit den Skrulltel schon einmal dumm entschieden. Also würde ich sagen, wir bleiben diesmal bei den Ordensrittern. Ich mag ja den Siegfried. Auch wenn ich die Ritter der Flammenrose an sich nicht mag, aber Siegfried mag ich. Wir gehen jetzt erstmal zur Triss und reden noch mit der. Ihr seid ja ein ganz gefährlicher mit diesen Waffen auf dem Rücken. Ja. Kannst du laut sagen, junge Frau. So. Ich muss auch mal noch gucken, wie ich an diesen Ring komme. So ein Rubinring oder so irgendwas. Ah, die liegt schon im Bett. Das trifft sich für den Geralt bestimmt gut. Da freut er sich. Ihr könnt so gut mit Alwin umgehen. Mehr oder weniger. Wisst ihr noch irgendetwas? Wisst ihr noch irgendetwas über den magischen Kommunikator, den ich euch gegeben habe? Er ermöglicht Gespräche über kurze Entfernungen. Mit etwas magischem Wissen könnte man ihm sicher zahlreiche Informationen entlocken. Wenn die Salamander ihn benutzt haben, um mit ihrem Lager zu kommunizieren, sollte es mir möglich sein, sie zu lokalisieren. Kurze Distanzen, ja? Könnt ihr die letzte Kommunikation überprüfen? Der Kommunikator schickt ein Signal an ein Haus in Vysima. Es ist auf eurer Karte markiert. Gibt es etwas, das ich wissen müsste? Ich habe da so eine Ahnung. Ich überprüfe es. Na gut, seid vorsichtig. Das bin ich doch immer. Hört, wegen meiner Identität... Schon Fortschritte gemacht? Ich analysiere das alles noch. Geralt. Wir sehen uns später. Ich hätte gedacht, ich kann ja jetzt schon irgendwas machen. Ja, der rennt ja den ganzen Tag alleine rum, oder was?
sagte, es war sowieso kein schöner Schuppen. Hä? Was für ein Schuppen? Was für ein Schuppen? Ich habe Probleme mit der Macht und einen Schuppen zerstört. Du musst noch die Beherrschung lernen. Aber das war jetzt nicht zu böse, was ich dem jetzt gesagt habe oder so. Keine Ahnung, was das für Auswirkungen hat. Nicht, dass der mich noch nachher in die Luft jagt oder so. Ja, wo müssen wir hin? Was sagt der Questlog? Stimmt, das müssen wir auch noch machen. Wo muss ich denn da hin? Ach, das ist gerade hier. Dann gehen wir gerade dahin. Was soll der Geiz? Mit euren Waffen würde ich der Hütte auf den Weg gehen. Gerade nur gucken, wie ich da jetzt reinkomme. War nicht. Hm. Vielleicht von hier irgendwo. Ich mag das Haus jetzt schon nicht, da komm ich ja kaum hin. Ah doch, da war Tür. Wunderherrlich. Hallo. Seid gegrüßt, Hexer. Seid gegrüßt, Radovid. Diesmal ist kein magischer Spiegel zwischen uns. Wie schön, dass ihr meine kleine Zuflucht gefunden habt. Mit Triss Merigolds Hilfe, habe ich recht? Ihr kennt Triss? Nicht persönlich, aber ich kenne Philippe Eilhardt. Und damit kennt man alle Zauberinnen. Ich wollte mit euch sprechen, Hexer. Wer ist Philippa? Eine der prominentesten Bürgerinnen Redaniens. Sie hat die halbe Elite Redaniens bestochen, betört oder eingeschüchtert. Sie gehört auch der Zauberinnenloge an. So wie eure Triss. Die nehmen keine Zauberer auf? Nein. Jede dieser Frauen glaubt, sie dürfe über das Schicksal der Welt bestimmen. Und manchmal tun sie das auch. Wenn ihr das sagt? Man sollte Zauberinnen nicht schmähen. Wunderschön, weise, hilfreich. So geben sie sich jedenfalls. Eines Tages werde ich sie in ihre Schranken weisen. Obwohl sie in ihrer Gunst stand, verriet Triss einst ihre Freundinnen. Ich vertraue Triss. Denkt an meine Worte. Wer seid ihr? Und damit meine ich nicht euren Namen. Gute Frage. Leider gibt es darauf keine leichte Antwort. Ich bin an Redaniens königlichem Hofe aufgewachsen. Mein Vater wurde während des Krieges mit Nilfgaard ermordet. Seit ich mich nicht mehr für Spielzeug interessiere, versuche ich, mein Erbe zurückzuerlangen, die Mörder meines Vaters zu finden und Ordnung in mein Land zu bringen. Leider bin ich von korrupten Verrätern, allzu ehrgeizigen Zauberinnen und frustrierten Kaplänen des ewigen Feuers umgeben. Soweit ich das beurteilen kann, ist die Oberschicht Temeriens genauso. Nichts lockt Hurensöhne so sehr an wie Macht. Ihr wolltet etwas. Kennt ihr die jüngsten seltsamen Erlasse in Vysima? Ich habe davon gehört. Sie tragen des Königs Siegel, doch manche argwöhnen Schwindel. Erzählt mir mehr. Wie Thaler sagte, Volltest hat diese Erlasse nicht unterzeichnet. Ich kenne seine Unterschrift. Ihr kennt Thaler? Gewiss. Ich wäre ein Narr, würde ich den Geheimdienstchef Temeriens nicht kennen. Also hat Volltest das Kriegsrecht nicht verhängt? Nein. Ich denke, ich sollte ihn informieren. In welcher Beziehung steht ihr zu Adda? Ich hatte gehofft, ich könnte sie überreden, den König Redaniens zu ehelichen, wovon beide Königreiche profitieren würden. Mit Volltests Hilfe könnte unser König sich endlich von all den Parasiten, die ihn umgeben, befreien. Im Gegenzug könnte Redanien Temerien gegen die Skoyatel beistehen. Die Vorteile für den Handel brauche ich nicht, es zu erwähnen. Die vereinten Königreiche könnten der wachsenden Macht der Ritterorden und der Zünfte trotzen und obendrein... Genug. Ihr habt mich überzeugt. Aber ich bin nicht Adda. Und ihr, Hexer?
Wie denkt ihr über Volltests Tochter? Was wollt ihr wissen? Ihr seid ein Experte für Ungeheuer. Ihr habt den Striegenbann gebrochen. Stimmt. Kann sie Kinder bekommen? Ja. Warum nicht? Gesunde Menschenkinder? Ich denke ja. Aber einer der Wissenden sollte sie untersuchen. Habt Dank. Ich hoffe, dieses Gespräch bleibt unter uns. Und pfuscht bitte nicht in Redaniens Thronfolgeplänen herum. Ich pfusche generell nicht herum. Also habt ihr nichts zu befürchten, Eure Majestät. Wie habt ihr das herausbekommen? Die Art, wie euch eure Leute ansehen, wie ihr von Redanien und Ada sprecht. Und dann euer Ring. Falls ihr je nach Redanien kommt, besucht den königlichen Hof. Lebt wohl. Lebt wohl, König. Der lebt immer ganz schön bescheiden momentan. Spärlich eingerichtet hier so. Kann ja sein, weiß ich nicht. Wieso sagt er mir das jetzt so auf einmal? Oder hat er jetzt mit sich selber geredet? Keine Ahnung. So. So. Machen wir das als nächstes. Ich würde sagen, das erledigen wir in der nächsten Folge. Also, macht's gut. Bis dann. Tschüss.